Ja, hallo meine Helden der Landstraße. Hier ist wieder Onkel Lu mit Euro Truck Simulator 2, die Osterweiterung und einige Modifikationen. Wir geben wieder Gas. Versuchen es mal mit dem Gang. Macht die Sache leichter für alle. So. Mal den Blinker. Und es geht nach Dänemark. Speiseeis Richtung Nordpol. Ja, sehr sinnvoll. Wobei Kopenhagen ja nicht so weit im Norden liegt. Geht ja schon wieder zum Westen dann rüber. Nordwesten. So, meine Brille richten. Das wird ernst. Da wird gerade unsere neue Garage gebaut, rechts, wie man sieht. Sehr schön. Für 16 Fahrzeuge. Klasse. Ich weiß gar nicht, ob es verschiedene Garagen gibt, die verschiedene Größen haben. Weiß das einer? Ich meine, hier sind da bestimmt Cracks drunter, die das Ding schon durchgespielt haben bis zur Vergasung. Und ein bisschen mehr wissen als ich. Könnt ihr mir mal reinschreiben, ob es verschiedene große Garagen gibt zum Kaufen. Oder ob die alle eine Einheitsgröße haben am Anfang. So, das ist da wieder bestimmt eines dieser ganz, ganz, ganz bösen, ja, Abfahrten, die ich so hasse. Aber hier wird zumindest vernünftig angezeigt. Eine Spur links, eine Spur rechts. Oh, wir fahren 90, Leute. Das lassen wir mal besser. Ich muss ja nicht unbedingt geblitzt werden, ne? So. Die 81, die hellste oder die 82. Das reicht vollkommen aus. Wir haben noch 3 Stunden 14. Und was sagt der? Das Haja? 4 Stunden 19. Klasse. Oh, wir müssen raus. Boah, leck. Mei. Ei. Aber gerade so. Das sollte man nicht vor einer Ausfahrt machen, weil ich gerade gemacht habe. Mal eben reingucken, weil man schlafen muss. Da ist genug Zeit für auf den Geraden. Ja, das fehlt, dass man sich hier verfährt. Man kommt so schlecht zurück. Da kann man nicht mehr eben bis zur nächsten Ausfahrt fahren. Denn die gibt es vielleicht gar nicht mehr. Das ist vielleicht die Welt zu Ende. Da stehst du da. Nicht wie im wahren Leben. Mir sowas passiert, dann fahre ich bis zur nächsten Ausfahrt. Ich sag dir, das war bei Bonn. Ich wollte irgendwo Richtung Süden. Da verpasse ich eine Ausfahrt. Stimmt auch kein Thema. Fährst du die nächste raus? Ich glaube, 45 Kilometer kam keine Abfahrt. Das war Richtung Bonn-Siegburg, die Ecke. Es gab keine Abfahrt mehr. Ich denke, kann nicht wahr sein. Hier ist sonst jede Nase entlang einer her. Oh, eine schöne Brücke. Fahren wir jetzt über den ersten der kleinen Sunde oder so Nebenarm der Ostsee? Keine Ahnung. Kommt keiner rüber. Ich fahre wieder zu schnell. So, Tempomat. Tempomat ist einfach geil. Hätte ich mal Lust, in meinem Auto auch nachzuhausen, wenn ich mal eine längere Strecke fahre. Obwohl bei der kleinen Kiste, das lohnt eigentlich nicht. 438 Sprit. Ja. Ja, da geht das Navi aber von einem Spritverbrauch aus. Ich weiß es nicht. Der jenseits von gut und böse ist, glaube ich.
So, noch so eine Brücke. Boah, klasse. Einfach geil, die Gegend hier. Zwar super flach, macht aber nichts. Hier in Berlin gibt es ja auch keine größeren Erhebungen. Gibt es, glaube ich, einen Teufelsberg oder was? Der ist 111 Meter hoch. Das ist auch mehr ein Hügel. Das ist kein Berg. Sicher ist kleine Fliege wieder da. Habe ich vergessen zu jagen, das Mistvieh. So, ist hier eine Abfahrt. Ja, wir haben es bald geschafft. Ist einmal Vorabend noch. Wir fallen in Hellen in Kopenhagen ein. Da bin ich auch mal gespannt, was wir für eine Rücktour machen dann. Ob es in Kopenhagen überhaupt Fracht gibt. Und was für Fracht. Ob sich das lohnt. Ich würde gerne mal so einen Gefahrguttransport machen oder sowas. Jo. Boah, Mann. So, jetzt haben wir schon Sonntagnachmittag. Was haben wir denn da? Ein Leuchtturm? Was ist das? Nee, ne? Sind wir hier an der Küste? Sieht fast so aus, ne? Scharfe Linkskurve. Oh, oh, oh. Schaffen wir die? Ach klar. Boah, sieht das geil aus. Meine Güte. Ist das super gemacht. Große Brücke. Autobahn fährt hier drüber. Und Eisenbahn. Ja, das soll es aber noch nicht sein, diese Öresundbrücke. Nee, nee, das wäre auch viel zu kurz. Viel zu kurz. Und viel zu niedrig. Ich glaube, da ist mal 100 Meter über den Wasserspiegel auf der Fahrbahn. Oder so um die Kante rum. Das ist sagenhaft hoch. Ja, und man muss Maut bezahlen, ne? LKWs, ganz schön teuer. Nee, das war sie nicht. Ja, dann wären wir ja jetzt in Schweden. Die folgt noch. Ob die auch hier drauf... Ach nee, nach Schweden gibt's ja nicht, ne? Schweden haben wir noch keine Erweiterung. Die würde ich die auch mal gerne fahren. So. Ja gut, da fahren wir mal rechts. Man kann auch überall durchfahren, habe ich gemerkt. Aber rechts ist halt für LKW. So, die sollst du selber zahlen. Ist keiner mehr, der für uns zahlt, ne? 61 Euro. Da träumst du aber von der Maut. An der Brücke ist sie viel, viel höher. Ja, da, guck mal, da fährt der extra noch rechts ran. Wollt er mich streifen oder wollt er mich provozieren? Penner. So, nochmal kurz gucken. 49 Minuten und Schläfchen in 2 Stunden. Das haben wir gut gemacht. So. Haben wir gleich. Kopenhagen, willkommen. Ich habe noch nie in Dänemark Urlaub gemacht. Viele Freunde von mir haben in Dänemark schon Urlaub gemacht. Sich so ein Häuschen gemietet. Und sagt dann sehr, sehr, sehr schön.
Zwar nicht billig, das Leben. Aber wisst ihr, wo das Leben richtig teuer ist? In der Schweiz. Meine Fresse. Ich sag euch, da kostet alles das Doppelte. Wie hier. Ich meine, gut, man darf nicht vergessen, die verdienen auch das Doppelte hier. Die Gehälter sind genau doppelt so hoch. Also ziemlich genau. Da war ich mal in Zürich bei Freunden und da habe ich ja halt, haben wir uns halt draußen hingesetzt, war ein schöner Tag und wollten eine Kleinigkeit essen. Ja, da habe ich mir irgendwie so ja, einen Teller geschnetzelt bestellt mit ein paar Gnocchis dabei, ja. Nichts Besonderes, ein kleines Salätchen. Und war fast 40 Euro los. Ohne Getränke. Ohne Getränke. Und ich meine, das war jetzt kein First-Class-Restaurant. Du sagst, mein Gott, da muss das Eindecken noch zahlen und, ja. Das habe ich auch schon alles erlebt. Nee. Und wir hatten einen Schweizer dabei, der erzählte dann, ja, ist klar, das ist so hier. Kostet das Doppelte. Aber wir verdienen auch das Doppelte. Die Gehälter sind genau doppelt so hoch wie in Deutschland im Schnitt. Deswegen versuchen ja viele Deutsche in der Schweiz einen Job zu bekommen. Und die Schweizer an der Grenze zu Deutschland. Der fängt jetzt schon an zu gehen und hat noch 2,5 Stunden Zeit. Kann nicht wahr sein, ne? Ist der bekloppt? Die an der Grenze wohnen, die haben es natürlich gut, ne? Das siehst du dann immer am Bodensee, wie sie dann rüberfahren nach Österreich. Das ist ja dieses Drei-Länder-Dreieck, Österreich, Schweiz, Deutschland. Ist das Bregenz oder so, ja. Da kaufen sie dann alle ein, im Aldi. Da stehen die ganzen Schweizer Autos und laden sich die Kiste voll mit den Aldi-Preisen. Einmal im Monat wird der Laden bis oben hin, der Wagen bis oben hin voll gedonnert. Ach scheiße, ich musste. Blöd. Mach mal anders. Wir haben hier noch ein paar Fragezeichen. Die erkunden wir eben mit. Machen wir das so. Also die nächste links. Hier. Verwinden wir das einfach, bevor wir abladen. Ach komm, hör auf. Wo ist denn hier ein... Hier war doch irgendwo ein Fragezeichen. Da hinten. Ach scheiße. Oh. Leute. Das ist so albern. Linie total weit auseinander. Ja, wir haben ja Zeit. Komm, hier durchrauschen. Komm, wird grün. Jawohl. Dass das Ganze ein bisschen zügig geht. Die Leute hier am TV, die warten. Oder an ihrem Monitor. So, was haben wir hier? Es hat Volvo. Schön, Volvo kenne ich aber schon. So, der nächste. Einmal rechts. Das reicht auch. Komm. Das andere ist eine Agentur, die finden wir alle Nase lang. Laden wir ab, das ist gut. War doch hier, ne? Ja. Was bei Lidl? Ah ja, Speise alles. Nee, ne? Doch, irgendwie. Da hinten? Ich glaube das nicht. Wie kommen wir denn da hin? Muss ich da rumfahren? Nee. Was ist das denn?
Leute, das kann doch nicht sein. Hier wird ab. Was mache ich denn? Moment mal. Quatsch. Blödsinn. Wie soll das denn gehen? Ist das ein Fehler? Aber die ticken doch nicht richtig, oder? ja. Okay, dann... das wird spannend, glaube ich. Das wird richtig spannend. Ah, hier vorne war ein Auto. Ein Mini oder so. Das gibt doch nur Ärger. Ja, da war der. Genau. Wie sollen wir das denn machen? Die sind auch Autos. Moment mal. Jetzt wollen wir mal gucken. Ja, wir müssten... Doch, ich müsste rückwärts. Ey. Ja, wie soll das denn gehen? Also erstmal vorwärts. Das kann doch nicht wahr sein. Oder kann ich jetzt hier einschlagen, darunter? Das geht doch im Leben nicht. Das kriege ich doch im Leben nicht hin. Das ist doch Königsklasse, ohne Ende. Hier stehen Autos. Hier stehen Autos. Nee. Vergiss es. Vergiss es. Naja, ich mache es anders. Naja. Ich fahre ganz geradeaus. Nein. Dann setze ich ganz gerade zurück. So. Ich sehe wieder nichts, ne? Kriege halt grausen. Ja. Nein, zurück. Nee, ich will nicht automatisch einparken. Ich brauche die Kohle. Ich fahre einen Scheiß, oder? Die Fresse, Mensch. So, und hier muss ich rum. Das geht doch gar nicht. Und... Wie soll ich das denn schaffen? Leute. Stop. Quatsch. Seh nix, ne? Ist das richtig? Das ist doch falsch. Ich muss doch nach da. Leute. Ich muss doch nach hier.
Nee, das geht nicht. Das schaffe ich nicht. Okay. Scheiße, dass man nicht automatisch zurückkommt. Okay, dann... Ich fahre falsch. Ich fahre nur Scheiße zusammen. So weit kommt mich überhaupt nicht rüber. Okay, dann machen wir es so. Ich muss hier weiter rüber. Das hat alles keinen Sinn. Erstmal zurück. Erstmal zurück. Ich muss schräg ranfahren. So, und zwar hier drauf. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Ist mir ja... So. Jetzt kommen wir, glaube ich, der Sache schon näher. Ja. Viel zu spät, glaube ich. Ja. Viel zu spät. Wieso hab ich denn jetzt wieder dieses blöde Teil da drin? Will ich nicht. Aber hier sehe ich auch nichts. Ist ja geil. Ich meine, sowas liebe ich ja. Spiegel, wo man dann nichts erkennen kann. Ja, nützt mir ja nichts. Ach, scheiße, Mensch. Ich sehe nichts. Ja, nichts. Wahrscheinlich touchiere ich gleich irgendein Fahrzeug. So, jetzt nochmal nach vorne. Um schräg ranzukommen. Was ein Driss. Echt, was ein Driss. Ist das die Ecke da hinten? Ja, das sieht so aus, ne? Tja. Aber ich bin mir nicht sicher. Und wie weit ist das noch? Da muss das ganz knapp werden hier an der Kante entlang. Knapp am Häuschen. Naja. Ich will nicht. Ich will ihn da reinsetzen. Nee, das war zu spät. Muss früher rein. Jetzt schon. Ja, der Spiegel nimmt das nicht mehr auf. Wie sieht's hier aus? Ist ein bisschen doof, ne? Muss man ganz ehrlich zugeben. Jetzt will ich schon nach Spiegel fahren. Und jetzt geht das nicht. Weil das scheiß Teil es mir nicht anzeigt. Ich komme da gar nicht mehr rum. Ich hänge hier fest. Geringer Luftdruck.
Wie lange soll ich denn warten auf den scheiß Luftdruck? Hä? Komm. Der fährt nicht mehr. Muss ich da pumpen? Das kann ja nicht sein. Luftdruck steigt nicht. Hier. Hier. Kann mir einer erklären, was das soll? Ich nehme mal den Gang raus. Am Arsch der Luftdruck. Oh, das ist aber ärgerlich, Leute. Das ist wirklich ärgerlich. Ne? Ich starte den nochmal. Gucken, ob er sich aufbaut. Nee. Och nee, komm Mensch. Aha. So. Ach, das hat eine Scheiße, komm. Leck mir am Arsch. Über sowas kann ich mich aufregen. Ich weiß nicht, warum das ist. Aber jetzt fehlen mir 300 so und so viele Punkte. Krieg die Krise. Echt. Nehmen wir mal das. Hör auf zu piepen, du Arschloch. Ach, jetzt kannst du fahren, ja? Ist der Hänger weg? Ach, der ist schon weggeschafft worden. Ich muss pennen. So, wo kann ich hier pennen? Oh, jetzt komme ich nicht weg hier. Leute. Es reicht mir. Es reicht mir wirklich. Es reicht mir. Hier ist doch ein Bett. Hier, da links. Mensch, fahr endlich, du Arschloch. Ich will da hin. Feststellbremse angezogen. Wer macht denn sowas? Ich habe das nicht gemacht. Ab zum Bett. So eine Scheiße. Wo ist denn das Bett hier? Ach, hier. Ja, klasse. Komm quer drauf, ist mir egal. Okay. E. Eingabe. Ich komme nochmal zur Ruhe. Wunderbar, es ist Nacht. Und ich sag, so, Feststellbremse. Jetzt stelle ich sie mal. Licht aus. Speichern. So ein Dress. Ärgert mich. LP 014. Ich hätte so gern geparkt. Das hätte ja auch noch geklappt. Zwar mit Hängen und Würgen, aber hätte geklappt. Mist. So, trotz allem, Leute, tschüss und goodbye. Bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao, euer Golub.